Buonasera, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Spreche mit der Luigi, der offizielle Ankündiger für die Sendung Bembel und Gebabbel. Er wurde mal als Fußballprofessor in der Branche belächelt. Er hat zurückgelächelt und es allen gezeigt. The Godfather of Erfolg, Ralf Rangnick. Ist ein Teil deines Erfolges, hat er auch damit was zu tun, dass du extremst pingelig bist? Also aus deinem Umfeld wird auch schon mal so berichtet, dass du ja schon jemand bist, der sich auch noch Gedanken darüber macht, ob der Busfahrer jetzt links oder rechts lieber fahren soll. Und also das stimmt, stammt jetzt von Rudi Assauer, dass ich am liebsten auch noch den Bus fahren würde. Hast du einen Führerschein? Nee, habe ich nicht. Bootsführerschein. Bootsführerschein, jetzt gerade gemacht. Vor ein paar Wochen hast du bestanden auf Mallorca, Bootsführerschein. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Okay. Es gibt schlimmere Spitznamen oder Beinamen als Professor und ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt. Es war es nicht als Kompliment gemeint, glaube ich, eher wurde man da ja eher in die Ecke des Theoretikers gestellt. Aber inzwischen ist es ja normal, es gibt da inzwischen viele, viele Trainer, eher mehr Trainer, die nicht eine große Karriere als Spieler hatten, als umgekehrt. Du bist jetzt seit 2012 für die Geschicke von RB Leipzig zuständig. Das ist ja ein Verein, der so in der Fußballszene immer so das neue Feindbild darstellt. Also das sind die Reichen, die mit der Dose. Und was. Nervt dich sowas? Also erstens mal bin ich es ja schon von der Zeit in Hoffenheim gewohnt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich das jetzt zum ersten Mal erlebe. Die beste Antwort, die du geben kannst, ist die Art und Weise, wie die Jungs jetzt einfach spielen und wie sie auftreten. Und inzwischen dreht sich das Ganze auch schon wieder ein Stück weit. Jetzt werden wir plötzlich zum Bayernjäger erhoben. Und sollte das tatsächlich so bleiben, wie es jetzt gerade ist, noch in den nächsten paar Wochen, und wir fahren am 21. Dezember nach München und wären tatsächlich noch in ähnlichen Tabellenregionen, wie wir es jetzt sind, dann kann ich mir vorstellen, dass in Deutschland schon wieder sehr viele, die nicht Bayern-Fans sind, wieder uns eher die Daumen drücken. Stimmt das, dass du dich mal nach Frankfurt holen wolltest? Das stimmt, ja. Das war nach der Zeit in Hannover. Ich hatte dann ein sehr gutes, langes Gespräch mit Harry, in dem er mir zum einen gesagt hat, dass er kein Geld hat für neue Spieler, dass er eigentlich auch kein Geld hat, um mir ein anständiges Gehalt zu zahlen. Habe jetzt vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber so sinngemäß verlief das Gespräch damals so. Und dann habe ich gesagt, Harry, ich würde gern mit dir zusammenarbeiten, aber wenn die drei Dinge ich jetzt nebeneinander lege, dann wird es schwierig. Und dann ich hätte dich gerne mal in Frankfurt gesehen, oder? Wäre doch schön gewesen, ne?